Sollen die jetzt rechts oder mittellinks sitzen? Darf man nett zu denen sein? Oder besser böse gucken? Oder auch mal über einen Witz von Herrn Gauland lachen? Oder besser gleich ein paar Gesetze gegen Asyl verabschieden, weil dann alle unzufriedenen Seehofers politischem Swingerclub beitreten? Und noch 3 Talkshows einführen, in denen noch 5-mal mehr pro Woche über Burkas und Obergrenzen und No-Go-Zonen sinniert wird? Damit bloß keiner denkt, die könne man einfach so wählen. Rührend. Dabei spricht eine Menge dafür, dass kein noch so ausgetüftelter Knigge für den Umgang mit politisch Fremdelnden auf Dauer helfen wird gegen böse Rechte. Ebenso wenig wie der Klau flach intellektuellen Eigentums. Neuere Studien von Ökonomen lassen etwas ganz anderes vermuten. Wenn es einen stark gewachsenen Hang gibt, rechte Parteien zu wählen, hat das weniger mit der, sicher auch wichtigen, Frage zu tun, wie wir Leute von anderswo bei uns unterkriegen, und viel mit den tiefer liegenden Schäden, die das gelobte Globalisieren im Laufe der Zeit vielerorts im Land hinterlassen hat. Und das eben nicht nur in Trump-Amerika, sondern auch bei den Deutschen, die sich so gern als Globalisierungsversteher und Pauschalgewinner der Aktion loben. Eine Fehleinschätzung, die schon bald noch viel fataler werden könnte.